Heute ist Zeit. Heute ist Zeit. Hallo, meine Freunde. Moin Mädels, moin Jungs und alles dazwischen. Ich bin Kato, so Kaleko Scheiße. Und jetzt gibt's Backpack Battles mit dem Henno. Der Henno, er macht's ja auf Hand of Uncut. Auf Lock. Regelmäßig auf Lock. So, ich habe ja gar keinen Plan. Ich weiß ja, du liebst solche Games. Ja. Und du bist auch wieder süchtig, habe ich gehört, ne? Pass auf, es gibt zwei Klassen. Moin. Startet mit dem Sarg, Digga. Und die andere ist Ranger. So, der hat so einen Rucksack. Ah, ja. Und ich denke mir, ist... Anfängerfreundlicher. Ja. Also es ist die Synced PvP. Du trittst nicht live gegen einen an, der auch gerade dann in dem Battle ist, sondern das ist einfach irgendjemand aus den letzten Stunden, der auch zu in der Runde diesen Stand hatte. Stehe. Mit dem wirst du dann gepaart einfach. Also rein ins Rank, Digga. Oh, jetzt haben wir einen Shop direkt hier vorne. Genau. Also es gibt zwei Phasen. Es gibt den Shop und den Kampf. Wie viele Wins hast du und wie viel Leben hast du noch? Achso, ich darf auch mal verlieren. Ja. Cool. Du ballerst Sachen in deinen Rucksack und im Fight packt der die aus. Und je nachdem, wie gut das alles passt und so, machst du den anderen halt nieder. Im Shop kannst du rerollen, wenn die Leine ziehst, wie beim Klo, Digga. Und manchmal sind Sachen rabattiert. Wenn du Sachen kaufst, kannst du sie für einen halben Preis immer verkaufen. Aber wenn Sachen für einen halben Preis rabattiert sind, bedeutet das... Kein Verlust. Jetzt hast du hast so einen geilen Start, weil du hast so gräulicher Schimmer, aber manchmal auch so blau. Und dann ist auch so ein blaues Tooltip-Fenster hier. Und ja. Ich mal nicht. Das Speer ist am Anfang mega busted. Ja. Ist einfach eine Waffe, du hast noch keine, pack die ein, Digga, rein. Ist die Banane. Ah, okay. So. Ja, genau, du kannst es so locken mit Rechtsklick, dann kann es nicht fusioniert werden, weil Items können fusionieren zu besseren. Schwör? Cooldown ist quasi Attack-Speed, genau. Und deswegen gibt es auch Stamina-Kosten pro Sekunde. Ja. Regenerierst ein Stamina pro Sekunde. Und du siehst ja die Sterne. Wie wird es ein goldener Stern und kein grauer? Die Scheiße davor ziehst du weg. Ach so, nee. Ach so, im Rucksack. For each free slot in front of the spear. Oh mein Gott, ich dachte beim Kämpfen. Guck mal, was hast du mit Rechtsklick gemacht? Gedreht. Genau, was könnten wir hier drehen bei den Taschen? Oh nein. Boah. Ui, Henno. Also weil Banane. Du musst ja die Banane reinkriegen, Digga. So, jetzt die Banane würde ich da so rumstülpen. Träger ist 10% faster für ihn. Sternenfood. Oh, Food. Und die sind 10% Synergien. Schneller. Pfanne und Besen wird zu Schaufel. Ich würde jetzt, glaube ich, einfach in den Fight gehen. Start Backpack Battle. Der hat auch ein Speer. Was macht der falsch? Den Rucksack nicht richtig hingelegt. Und das Speer ist ganz am Rand. Da ist kein Slot vor frei. Okay. Und dein Knoblauch, was macht das eigentlich? Das macht Rüstung. Er könnte es countern quasi mit seinem Speer, die Rüstung. Aber er hat es scheiße positioniert. Wobei ein zusätzliches Schwert ist schon noch echt übel. Mal gucken. Oh. Jetzt kam ein Schild. Ah! Oh. Ich habe ihn besiegt. Oh, und ich muss alle gewinnen? Du musst alle gewinnen, dann gibt's Elo. Und Stein da oben. Der wird einmal pro Fight geworfen. Also eigentlich Shit. Aber er kostet nur eins. Und du verkaufst ihn für eins, wenn du ihn nicht mehr brauchst. Ja. Oha, die Pfanne ist auf 10, Alter. Ich würde den Whetstone locken. Dass beim Schwert direkt so ein blauer Schimmer reinkommt. Was kann das bedeuten? Dass ich das Schwert mit dem Whetstone fusionieren kann. Geh mal auf Rezepte. Da entdeckst du langsam Sachen. Ja. Yeah. Wenn du zwei Whetstones mit einem Holzschwert kombinierst, voila Krise, kommt das Hero-Schwert raus. Immer für Sale hier Knoblauch kaufen. Aber was noch? Stein! Aber dann habe ich hier keinen Platz mehr. Kannst du in die Truhe tun? Das ist ja mega geil. Ah, guck dir den an. Was ein Kacken. Let him cook. Guck, wie du ihn zerstörst. Kann man chatten? Kann man trash-talken? Leider nicht. Aber ist ja auch nicht live, weißt du, würde gar keinen Sinn machen. Holst dir den Stein rüber. Richtest alles so aus, dass sowohl das Schwert als auch das Speer von beiden Whetstones gebufft wird. Sehr gut. Ach so, Aufgabe bestanden. Diese goldenen Streifen sagen, das wird passieren nach dem nächsten Kampf. Fusionen funktionieren so, du richtest das so aus und dann ist es nicht instant, sondern du musst dann noch einen Kampf machen und dann kommt die Fusion. Ja, also muss man natürlich auch mal ein bisschen ein paar Stündchen hinsetzen. Aber ich würde einfach mal kämpfen. Ja. Oh, der hat eine Pfanne. Diesmal haben wir bestimmt Rüstung, oder? Nee. Die Pfanne ist umso stärker, umso mehr Food drumherum liegt. Ich verliere kein Leben. Ja, weil die Banane und die Garlics, die geben dir Rüstung, du lebst. Er würde meinen Rucksack sehen, würde sich so denken. What? Aber jetzt kommt eine Tasche im Shop. Servus. Add to Backpack Slots, Items Inside Trigger 10% faster. Oh. Später. Was ein geiler Rucksack, oder? Wir haben noch Geld. Wir können ja auch richtig einkaufen. Kannst du mal rerollen, einfach aus Interesse? Oh. Geil. Wenn du jetzt auf Shop nochmal gehst, hat sich verändert. Das ist jetzt Epic und Legendary schon. Ja. So eine Karotte, die würde ich saven. Warum die Karotte, erkläre ich noch. Keine Bank. Ich wollte jetzt einfach mal schnell rein. Ja. Oh, der hat eine Flöte. Aber die machen wir weg. Ja, die machst du so weg. Guck's dir an. Aber der zerstört halt immer deinen Block. Aber du hast viel mehr Damage. Viel mehr Damage Output. Guck dir das an. Der wird geschmolzen. Das ist ja gar keine Chance. Fat Belly heißt der. Fat Belly wurde Wallah. Shush, gib ab.
Weapon Crits, Next Attack with Bow and Arrow Hits twice. Aber du brauchst natürlich erstmal Crit. Hast du jetzt 5%. Aber auch so, I mean, das macht 6 bis 9 Damage. Ich würde dir raten, leg die Tasche da irgendwie oben an, richt den Bogen so aus, dass du Speer crittest. Das Schwert bufft jetzt auch den Bogen, weil der Bogen ist ja auch eine Waffe, verstehst du? Der Bogen bekommt auch durch das Hero Sword plus 2 Base Damage. Das heißt, ein geiles Setup. Stamina-Verbrauch ist recht hoch, dann passiert nichts. Also dann hittet halt eine Waffe nicht. Ja. Die wird nicht ausgelöst, wenn du keine Ausdauer mehr hast. Aber dann hast du halt mal einmal alle x Sekunden, dass die nicht zuhaut. Und in der Zeit lädt sich die Stamina wieder auf. Also ab ins Ackermatch. Oh! Und er hat einen Gubat. Eine Frau. Eine Pfanne. Also eine, wie heißt die, Reaper? Ja, richtig. So ein Schild ist sehr eklig, aber du scheiß auf alles. 20er Crit und weiter geht's. Geil. Oh! Ein Ripsaw-Blade! Für 10 Tacken, well, echt. Speer verkaufen bringt auch nochmal 3 Tacken. Dann kannst du dir das Lucky Clover noch holen. Und jetzt habe ich hier. Oh, das ist ja Schockasul. So, remember, was macht der Bogen? Der hittet double, die Waffe im Stern crittet. Wie kriegen wir mal Crit? Der Ranger Bag, der hier drunter liegt, deine Starttasche. Die hat ja gesagt, alles, was drin liegt, alle deine Waffen liegen drin. Krittet um 5% für jedes Lack, was du hast. Also kaufst du Lack, Digga. Rein in die Cash. Okay, der hat einfach nur Pfanne und viel Gemüse. Der wird schon one-hitted fast, oder? Hast du eigentlich geguckt, was das Ripsaw Blade macht? Nö. Und das ballert. Also ich sehe ja, ich bin ja kaum, also. Das war, lief jetzt ein bisschen länger, der Fight, aber insgesamt. Weil sie sehr tanky war. So. Es ist jetzt Runde 7, das bedeutet, jetzt gibt's die Klassen-Items. Die kannst du dir alle irgendwann mal in Ruhe durchlesen. Ja, ja. Aber ich würde dir jetzt raten, dass du auf Hunter gehst, weil das ist ein Item, was auf Crit geht. Digga, erstmal hier unten rein. Jetzt kommt der normale Shop. Bierchen sogar. Ja, das ist das Beste daran. Bierchen, Digga, darauf bin ich noch nie gekommen. Hier würde ich direkt kaufen, weil das ist ein Ausdauertrank. Das heißt, wenn du 0 hittest mit Ausdauer, kriegst du instant 2 Stamina. Oh, das kann man ja fusionieren. Das Bier ist falsch. Die Banane kann mit dem Bier fusionieren. Ach, so schöne Bierflasche. Raute ist, wenn die Items, die in Raute liegen, triggern, also du willst möglichst schnelle Items dort haben, kann nur eine Banane sein, aber zum Beispiel Waffen sind eigentlich immer die schnellsten, gibt es eine 40% Wahrscheinlichkeit, dass du einen Luck generierst. Ja. Und für jedes Luck kriegst du ja 5 Crit. Digga, das ist ja übelst. Und alles, was in Sternen liegt, hat nochmal 30% mehr Crit Damage. Die Schuhe sind ganz geil. Ein Power, alle Waffen, das hält für einen ganzen Fight an. Das kannst du hochstecken. So, der hat viele Pfannen. Ja, aber der hat auch wieder 76 Ticken. Aber du machst ihn weg. Weil. Oh, pass auf. Pass auf, das war heftig. Du kannst jetzt so, wenn das jetzt so overwhelming war und du denkst, so, was passiert, kannst du aufs Auge klicken. Ripsaw Blade hat so viel Damage gemacht, Bone Arrow so viel Damage, Steine so viel. Ja, das Hungry Blade. Sie ist leuchtend überall nur und du immer so. Oh, die Banane ist jetzt im Bier drin. Bananenweizen. Banane. Ja, ja. Wenn Ausdauer 0 droppt, kriegst du jetzt nicht 2, sondern 4 Ausdauer wieder instant. Das ist geil, Digga. Also das ist eine Tasche, aber eine legendäre Tasche. Biere, die da drin liegen, haben eine 30%ige Wahrscheinlichkeit, andere Biere, die auch da drin liegen, umsonst zu triggern. Das heißt, sie werden nicht verbraucht. Komm, leg an. Das ist ein Haufen Scheiße. Da sehe ich jetzt schon den. Guck mal, allein, dass er den Pfeil nicht so hinlegt, dass alle Waffen dran sind. Naja, aber hätte ich dich jetzt nicht gehabt, bin nein, ich ehrlich. Kack Noob. Ja. Ein kackiger Noob. Boah, Lavalampe hier. Digga, das Rapier ist godly. Das ist nicht legendary, das ist godly. Oh, Junge, Junge, das läuft aber auch anders wild. Du haust jetzt das Hero Sword weg. Jetzt holst du dir ein Rapier. On hit, use 3 Luck to gain 2 Damage. Miss. Dauerhaft. Aber er verbraucht Luck. Aber du generierst Luck, wenn du misst. Du wirst jetzt viel Luck produzieren, aber du willst auch, dass das Ding crittet. Er erhöht ja immer weiter seinen Base Damage. Und wenn das dann crittet irgendwann, dann ist aber zappenduster. Das heißt, ich würde dir vorschlagen, dass du das Ripsaw Blade mit dem Degen tauscht. Du hoffst, also du willst, du hoffst. Nee, anders. Der Degen hittet häufiger als das Ripsaw Blade. Das heißt, er wird auch häufiger ein Crit landen. Ja. Und deswegen willst du es an den Bogen anlegen, damit ja der Bogen doppelt triggert. Du hast jetzt hohen Stamina-Verbrauch, aber du hast auch einen Stamina-Pot. Let's go. Let's find out. Du kannst auch Geschwindigkeit reduzieren zum Beispiel. Noch langsamer. Ja, gut. Wenn du mehr wissen willst, was passiert. Lord Gipking. Boom, 20er Crit. Aha. Boom, 34er Crit. Oh, was? Was sehen die da? Boom, 32er Crit. Tot. Tot, ja. So. Oha! Ja, ich würde sagen, Ausdauer, also, ja, die kannst du. Ja, ist eine Meme-Waffe tatsächlich. Ist gar nicht von, so krass, wie man denkt. Wie heißt er hier? Ja, ja.
Oh, der ist auch gut. Box of Riches. Generiert dir jeden Shop einen Gem. Und Waffen haben Slots, wie bei Path of Exile. Oh. Tja, und jetzt rein in den Kampf. Das ist eh der letzte. Okay, das ist. Digga, was ist hier denn los? Jetzt verschaufeln. Aber schlechter. Du entziehst ihm jetzt all seinen Life-Rack. Hat er nicht mehr. Hat er nicht mehr. Und jetzt kriegst du. Und ich hab so viel. Jetzt wurde das Bierchen getriggert. Oh, nein! Könntest jetzt auf den roten Button, dann kannst du den Elo-Gain erhöhen, wenn du erfolgreich bist. Ja, ja, ich würde aber sagen, genau, wir nehmen jetzt erstmal die Elo mit und ich kann ja dann auch noch mal reinschauen. 10 Wins, also perfekter Win. Ohne einmal verloren. Ach stimmt, ich hätte ja auch einmal verlieren dürfen. Hälfte zu Silber schon. Ja. Erste Runde, direkt perfekter Win. Da gratuliere ich. Danke. Backpack battles hier mit dem Henno. Schauen beim Henno vorbei, logischerweise. Der spielt das jeden Tag gefühlt gerade, ne? Ja. Ja, und wenn ihr mehr sehen wollt. Hier unten. Also da. Oh. Tschüss. Ciao. Denk doch mal. Achso.